Und zwar nehmen wir uns ein kleines Sheet, ein kleines quadratisches Papier und falten daraus diesen Hasen. Und ja, man kann ihn mit den Ohren entweder ganz aufrecht machen, dann stehen die Ohren so gerade, oder etwas flacher, dann sieht er, finde ich, noch sitzender aus. Ja, und das ist wirklich eine sehr einfache, schnelle Version, die ja, nicht viel über Papierfliegerfalten hinausgeht. Also ihr habt ein zweiseitiges Papier, wenn ihr möchtet, und legt die untere Seite, die farbige Seite, in der euer Hase sein wird, nach unten und faltet es einmal. Und jetzt wieder diese beiden Hälften zur Mitte hin. Ganz einfach. Dies sind jetzt alles nur vorbereitende Hilfsfaltungen, im Grunde genommen, dass man dann nachher einfach die ganzen anderen Faltungen machen kann. Jetzt kommt immer eine Ecke hin wieder zur Mitte. Das erinnert stark an den Papierflieger. Das machen wir an allen vier Ecken. Mal sehen, ob ich euch gleich noch ein bisschen dichter ranhole. Und ich finde, das ist gerade jetzt, ist ja so ein ziemliches Regenwetter, eine schöne Möglichkeit, sich zu beschäftigen. Das wird wieder aufgefaltet und ich falte jetzt hier schon einmal das Ganze nochmal um die Hälfte. Und jetzt falten wir hier, wo diese Linie war, die wir aufklappen, das hin zur Hälfte rein. Deswegen nochmal die Mitte, die ich da markiert habe. Und hier. All das waren vorbereitende Faltungen. Wir öffnen das wieder. Und jetzt ist es am einfachsten, man geht mit dem Finger hier in die Ecke rein, damit man die auch schön erwischt, und macht so ein Dreieck. Ja, also man geht mit dem Finger hinein, klappt es auf und hat zwei gegenüberliegende Dreiecke. Ich hole euch da mal ran für die andere Seite. Ist ganz einfach. Hier ist quasi die andere Seite. Und zack. So. Jetzt wird das Ganze umgedreht und die Spitze wieder zur Mitte hin umgeklappt. Das machen wir auf beiden Seiten. So. Und jetzt drehen wir das Ganze um. Und haben hier ja unsere Mittelfaltung als Hilfslinie. Und diese Mittellinie nehmen wir als äußeren Punkt und falten hier oben, das werden dann die Ohren, die Ecke zur Mitte hin ein. So dass wir hier eine schöne Diagonale haben. Und das machen wir hier auf der anderen Seite auch. Hier ist die Mittellinie und wir nehmen diese Ecke und falten sie zur Mitte hin ein. So, dass wir hier eine schöne Diagonale haben. Ein bisschen darauf achten, das ist nicht ganz, das ist dann individuell, wie die Ohren liegen, aber dass ihr hier schön eine scharfe Spitze habt. So, jetzt nehmen wir es wieder, drehen es wieder und kippen hier quasi schon das Köpfchen nach hinten. Falten es schön und legen es jetzt so zur Seite, und da entsteht auch schon das Häschen. Und ich finde, sobald man Kopf und Ohren erkennt, irgendwie wird das, kriegt das schon eine Persönlichkeit. So, jetzt ist es ganz wichtig, dass man hier
an diesem Punkt festhält und sich beide Ohren im Grunde genommen schnappt und hier dann entscheidet, ob man jetzt so hochstehende Ohren möchte oder eher flache. Ich entscheide mich so für mittelflache und falte diese Linie fest. So, und jetzt machen wir die Schnauze, indem wir sie einfach hier vorne, das kleine Mümmelschnäuzchen, umknicken, wieder öffnen und nach innen einschlagen. So. Und schon haben wir das, die Häschenbeine. Hier zuschlagen wir, hier ist die erste Faltung, Hilfslinie. Das ist unser Punkt, an den wir gehen. Und jetzt schlagen wir sie so um, dass man unten hier die Füße erkennen kann. Das ist unsere Linie, die wir haben wollen, die wir fixieren. Schlagen wieder auf, haben hier beide Beine, schlagen es an dieser Linie nach innen ein. So, dass wieder wie bei den Ohren hier auch die Pfötchen rausgucken. Schön fest knicken und für das Schwänzchen, für die Hinterläufe einknicken, wie bei der Schnauze vorne, wie beim Näschen vorne. Einmal einknicken und nach innen falten. Und auch für den zweiten Hinterlauf. Und euer Häschen ist fast fertig. Ihr geht hier genau in die Mitte von den beiden Papieren und öffnet die Ohren. Ihr könnt die da individuell gestalten. Und wenn ihr wollt, ihr könnt das Ganze noch ein bisschen plastischer machen. Könnt ihr natürlich hier auch noch ein Auge hinmalen. Aber der Hase ist fertig. So sieht er flach aus. Und ja, das ist Häschen Nummer 1. Wie gesagt, bei diesem Hasen, das seht ihr vielleicht, stehen die Ohren etwas senkrechter. Dann sieht er etwas aufmerksamer aus. Ja, mir gefallen beide Versionen sehr gut. Ich wünsche euch viel Freude beim Nachbasteln. Postet mir Bilder auf Instagram. Fab4DIY. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, eure Betty.